Moin Moin, Gutes Servus, Konnichiwa, Grüezi, alle miteinander. Hier ist der Stalli, neues Concussion-Protokoll. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Natürlich geht's weiter mit der Season Preview Extravaganza. Und wir begeben uns in den Osten. Das haben wir euch ja schon am Montag versprochen in der Sendung. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ab in den Osten, da kennt sich Onkel Stolle ja aus. Scherz. AFC, NFC East hatten wir Montag in der Sendung ausführlich und weil ich ja Teil dieser Sendung war, kennt ihr vielleicht schon die Tendenzen, die ich jetzt zum Besten geben werde und deswegen geht es vielleicht doch schneller als bei den anderen Divisions. Na, fangen wir in der NFC an. Dallas, für mich die schwächste Unit ist tatsächlich, obwohl ich die Defense sehr mag, die Defensive Line. DeMarcus Lawrence nehmen wir mal außen vor. Der ist natürlich eine Klasse für sich. Aber ich finde, dahinter und daneben bin ich nicht überzeugt. Von Inside hast du Malik Collins und Antoine Woods. Dazu Tristan Hill, den Rookie, den man ja nicht ohne Grund gedraftet hat, weil man mit dem, was man da hat, nicht ganz zufrieden ist. Sind für mich, zumindest die beiden, die schon vorher da waren, jetzt nicht wirklich Difference Maker. Und wenn wir auf die andere End-Position gucken, mit wahrscheinlich Taco Charlton, nimm immer einen First-Round-Pick, wo ich gerade heute so einen Bericht auf NFL.com gelesen habe, wo sie die First-Round-Picks von vor 2 Jahren durchgegangen sind und ihnen nochmal Noten gegeben haben. Und er hat, ich glaube, eine D-Minus bekommen. Das ist also eine 4-Minus und das absolut zu Recht. Nur 7 Starts und 4 Sacks in 2 Jahren, das ist für einen First-Round-Pick echt zu wenig. Und wenn man dann bedenkt, dass du mit Lawrence einen absoluten Playmaker hast, eine absolute Maschine, dann müsste doch eigentlich den anderen Spielern leichter fallen, auch ein bisschen Druck auf den Quarterback und so weiter und so fort ausüben. Ist nicht der Fall. Deswegen ist das für mich in Dallas die größte Weakness. Bei den Giants, eigentlich denkst du natürlich erstmal Offensive Line. Aber wie ich auch schon am Montag gesagt habe, ich bin Fan von Interior Line, vor allen Dingen die beiden Guards, Hernandez und Zeidler sind richtig gut. Ich finde die Rückkehr von Rammers, die hilft auf Right Tackle, Nate Solder, ist ja nicht schlecht, aber er ist das Geld absolut nicht wert und muss dies ja definitiv abliefern. Aber die Unit, die für mich wirklich die schlechteste ist, Linebacker. Und das ist ja auch nicht neu bei den Giants. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal die Giants eine richtig gute Linebacker-Unit hatten. Klar, Alec Ogletree sticht da ein bisschen heraus. Ist ein sehr solider, sehr guter Linebacker. Dennoch ist es ja auch schon 3 Teams in 5 Jahren jetzt. Das spricht ja auch nicht zwingend für ihn, für einen ehemaligen Top-Pick. Tay Davis ist auch nicht gesetzt auf seiner Position. Bekämpft da mit BJ Goodson und auch einem Rookie mit Ryan Connolly um den anderen Spot. Und Outside Olivier Vernon's Trade machte Sinn in vielerlei Hinsicht, keine Frage. Aber wer bringt denn jetzt noch irgendwie Pressure? Also Marcus Golden ist neu dabei, dann hast du Lorenzo Carter, Avery Moss oder Oshane Ximenes, den Rookie. Keiner davon ist so, dass du sagst, boah, nicht mal ansatzweise, boah. Ich würde sagen, da sind eine Menge okay Spieler und mehr auch nicht für mich. Die schwächste Unit der Giants. Die Eagles, selbes Thema, tatsächlich, Linebacker. Aber auch da, hatte ich Montag schon gesagt, die Eagles scheinen da nicht so einen Wert drauf zu legen, ist ja auch kein Wunder. Die haben eine brutale Defensive Line, eine der tiefsten in der ganzen Liga, überhaupt keine Frage. Und dann kann man sich diesen Luxus vielleicht erlauben, zu sagen, auf Linebacker müssen wir jetzt keine Superstars haben, weil das bisschen, was da noch durchkommt, das kriegen die Jungs schon hin. Jordan Hicks war hier natürlich ein richtig guter, aber auch verletzungsanfällig. Sein Abgang wurde nicht kompensiert. Nigel Bradham ist am Start, der 2018 nicht mal annähernd so gut gespielt hat wie 2017. Paul Warrilo letztes Jahr mit ACL ausgefallen und alle anderen, die da noch rumschwirren, haben kaum nennenswerte NFL-Erfahrung. Deswegen für mich die größte Schwachstelle bei den Eagles. Washington? Nein, nicht Linebacker. Da sind sie, trotzdem sie ohne Foster und Foster im Start sind, nicht so schlecht besetzt, die Redskins. Nee, die schwächste Unit ist insgesamt das Passing Game.
Natürlich fangen wir an mit der Quarterback-Position und der Frage, wer wird's denn? Ja, es ist ja wohl nur noch ein Zweikampf. Aber noch viel schlimmer ist die Quarterback-Situation, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, groß, ist ja die Receiver-Position. Wer fängt eigentlich die Bälle? Josh Doctson, ein ehemaliger First-Round-Pick, ganz klar, dick und fett, steht auf der Stirn, Bust. Lässt sich, glaube ich, kaum noch abwenden. Paul Richardson, solide eingestiegen letztes Jahr und dann verletzt. Da hofft man natürlich, dass er einfach daran anknüpfen kann. Lass uns überraschen. Und McLaurin, der Rookie, ist halt ein Rookie Third Round Pick. Kann man jetzt vielleicht auch nicht gleich Wunder erwarten. Und alles andere habt ihr noch nie von gehört. Tight End, da sind sie auf dem Papier echt gut besetzt. Mit Vernon Davis und Jordan Reed, keine Frage. Aber Reed hat noch nie eine ganze Saison durchgespielt, seitdem er in der NFL ist. Auch Davis hat letztes Jahr nur 8 Spiele gemacht. Also Verletzungen sind bei den Jungs auch ein Thema. Für mich die Schwachstelle des Teams. Weiter geht's mit der AFC East und da fange ich mit den Bills an. Tatsächlich, ich glaube, das erste Mal in dieser ganzen Forscherrunde, dass ich einfach nur sage Quarterback. Aber das ist es, muss man ganz ehrlich sagen. Die Bills haben sich in der Free Agency und im Draft extrem verstärkt, hatten ohnehin schon eine der besten Defenses des ganzen Landes. Und Quarterback ist dann das, was übrig bleibt. Run Game. Extrem tief aufgestellt. O-Line, viele neue Gesichter, die müssen natürlich alle erstmal die Zahnrädchen ineinander greifen, aber definitiv stark verbessert. Und auch das Receiving Game, auch wenn da jetzt noch nicht die Megastars rumturnen von den Namen her und es sicherlich viele, viele Teams mit einem besseren Receiving Core gibt, ist das ein klares Upgrade zum letzten Jahr. Und das bringt dann entsprechend Druck auf unseren Freund Josh Allen, der sicherlich das nicht getan hat, aber tun. Er hätte es tun können. Er hätte sagen können in seinem Rookie-Jahr, naja, wo soll ich denn den Ball hinwerfen? Ist ja nichts da. Die Ausrede existiert definitiv nicht mehr. Er hatte ordentliche Spiele, hat vor allen Dingen als Läufer sehr überrascht. Aber nichtsdestotrotz bleibt halt die Tatsache, Accuracy ist ein riesengroßes Problem. Genau das, was man ihm auch vorgeworfen hat, schon vor dem Draft und überhaupt in seiner ganzen College-Zeit. 52,8% Completion Percentage ist absolut unterirdisch und nicht NFL-tauglich. Nur 2 Spiele gehabt, in denen er mehr als 60% angebracht hat. Das waren dann tatsächlich auch die Siege gegen Minnesota und Miami. Also 2 Spiele gut gespielt, auch gewonnen. Relativ einfach. Er muss dieses Jahr definitiv einen richtig großen Schritt nach vorne machen und klar Richtung 60% Marke gehen. Bei den Jets ist und bleibt es für mich der Pass Rush. Die sahen zuletzt gegen Atlanta, habe ich auch noch drüber getweetet, richtig derbe gut aus. War aber auch nur ein Test und du hast die Hoffnung, dass die beiden Williams genug Druck schon Beispiel vorne aufbauen können. Dazu hast du mit Anderson jemanden, der letzte Saison, obwohl er nur 3 Starts hatte, 7 Sacks hatte, also da hast du hohe Erwartungen. Aber ich finde, der Pass Rush kommt ja dann vor allen Dingen von dahinter und Outside Linebacker ist für mich nicht nennenswert. Jordan Jenkins, 7 Sacks letztes Jahr. Aber das war für mich, meiner Meinung nach, schon absolut die Kirche auf der Torte. Mehr geht da nicht. Brandon Copeland und Co. auf der anderen Seite wenig angsteinflößend. Polite, der Rookie, da hast du die Hoffnung, dass es auf ihm, ja, dass er durchstartet. Ob das der Fall ist, der ist ja auch ziemlich gefallen im ganzen Draft-Prozess, muss man abwarten. Finde, das ist doch die Schwäche der Jets in meinen Augen. Miami, naja, kannst du sagen, ja, wo haben sie denn auch eine gute Unit? Hahaha, ist natürlich ein Scherz, aber die große Schwäche für mich ist die Defensive Line. Da denken Fans doch gerne an Namen wie Sue, Wake, Jason Taylor, solche Namen, das ist Miami. Und diese Saison wird man dann doch eine ziemlich graue Maus sein. An der D-Line waren letztes Jahr schon nur das zweitschlechteste Team gegen den Lauf. Christian Wilkins, der Rookie Defensive Tackle, slash Defensive End, kann ja durchaus beides spielen, ist auf Anhieb gesetzt und bester Mann und das spricht für ihn, aber auch nicht unbedingt für den Rest. Davon Godshaw hat sich zum Starter entwickelt, aber ist für mich kein Difference Maker. Charles Harris, ähnlich wie Taco Charlton in Dallas, ehemaliger First Round Pick, nur 3 Sacks in 27 Spielen, mega enttäuschend, überhaupt keine Frage. Jonathan Woodard steht bereits auf IR. Ach, Miami, die Line, da sehe ich schwarz dieses Jahr für euch, muss ich ganz, 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 ganz ehrlich sagen. Und zu guter Letzt natürlich noch New England. Ja, wo findet man denn
Weak Spot beim Champion. Ach, der eine oder andere möge ja sagen, die Defensive Line ist halt da nicht so mit Stars besetzt, aber das interessiert auch in New England niemanden. Die tun ihren Job und den tun sie ziemlich gut. Für mich ist es nach langer Überlegung tatsächlich die Ballfänger, Receiving und Tight End. Es gibt sicherlich Units, die insgesamt schlechter aufgestellt sind. Aber ich finde, irgendwie, das ist auch aus, teilweise aus Gründen der mangelnden Erfahrung, die da teilweise vorherrscht, die Schwachstelle im Team. Vielleicht ist es auch nicht wirklich schwach, aber es ist ja auch nicht überraschend. Das ist ja der, man ist ja der Meister. Also, Edelman ist natürlich in den Playoffs der Macht, ist bei Third Downs der Macht, ist aber auch nur zweimal in 9 Jahren über die 1000 Yards gekommen und das auch nur relativ knapp. Demaryius Thomas auf der Pup-List. Dorsett hat in der NFL bisher selten überzeugt. Und Keel Harry, dem gehört die Zukunft, aber da sind wir beim Thema extrem unerfahren. Josh Gordon, ja, lassen wir das Thema. Tight End ist auch so sexy wie Oma auf der Couch. Also, da fehlt mir diese Splash. Das fehlt mir. Aber das ist auch gar nicht nötig. Das wissen wir alle. Die Patriots haben sich dafür entschieden, dann doch eher ein Run-Team zu sein. Und ganz ehrlich, im Laufe der Zeit bin ich mir sicher, dass das mit dem Key Harry auch richtig gut funktionieren wird. Deswegen ist Schwachstelle hier doch deutlich in Anführungsstriche zu setzen. Meine Wurst der Woche ist die Offensive Line der Atlanta Falcons am letzten Wochenende. Tatsächlich 5 Sacks zugelassen, 14 Quarterback Hurries. Matt Ryan konnte einem wirklich leid tun und eigentlich sein Head Coach dann noch viel größere Wurst, denn wenn dein Quarterback so aufs Maul kriegt in der Preseason, dann sollte man darauf verzichten, seinen Gameplan da unbedingt durchzuziehen und einfach sagen, komm, ich nehme dich raus, weil was bringt's denn, wenn er noch 2, 3 Drives mehr spielt und sich dann irgendwie wehtut und verletzt? Also konnte ich nicht nachvollziehen, sah Atlanta nicht gut aus, sah auch der Coach nicht gut aus, meine Wurst der Woche. Shane Falco, der geht an einen meiner College-Lieblinge, Clayton Thorson, Quarterback bei den Eagles, der ja nun letztes Wochenende länger und mehr spielen musste als gedacht und das sehr ordentlich getan hat. Sein Debüt in Preseason Week 1 war Schwamm drüber. Und dann hat sich Kessler ja relativ früh verletzt, ich glaube nach 7 Spielzügen schon. Und er musste rein und hat richtig abgeliefert. 16 von 26 Pässe, 175 Yards, ein Touchdown und eine unglückliche Interception. Touchdown Drives von 95 und 85 Yards geführt. Also der sah wirklich sicher aus, poised, hat die Defense gut gelesen, hat einfach insgesamt, hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen und ist meiner Meinung nach nicht gesagt, dass Josh McCown diesen Backup-Spot einfach so sicher hat. Ist natürlich ein Longshot, aber ich glaube, der Thorson, der kann es schon bringen. Gibt eine Wette diese Woche. Yeah! Und zwar Big Blue Köpenick. Einer gestolle, hey Stolle, letzte Woche hast du meine Wette leider nicht beachtet. Tränen. Da es vielleicht daran liegt, dass sie zu wenig gewagt ist, werde ich die Wette verschärfen. Sehr schön. Ich wette, dass beide New Yorker Teams in ihrer Division jeweils Platz 2 belegen. Wenn du gewinnst, spende ich jeweils 50 € pro Niederlage. Wenn ich gewinne, bekomme ich pro Sieg ein Shirt aus eurem Shop und ich werde trotzdem 25 € pro Wette spenden. Das sind mir die liebsten Wetten, wenn ihr einfach Gas gebt. Sehr, sehr geil. Platz 2, beide New Yorker Teams. Das ist schon derbe mutig. Also den Jets traue ich durchaus zu, dass sie das ein oder andere Spiel gewinnen dieses Jahr und sich um Platz 2 in der Division mit Buffalo streiten. Das ist, glaube ich, relativ logisch, dass sie die beiden so ausfechten, wobei ich da Buffalo klar im Vorteil sehe. Auf der anderen Seite, die Giants. Also, da hast du aber Cojones. Also, Respekt. Ich bin gespannt. Wette angenommen. Und wie immer kommen wir zum Schluss zu euren Fragen. Sag mal Stolle. Und die erste Frage kommt von einem Dauergast, Kevin Betten. Wir sollten eigentlich Kevin und Stolle diese Sendung nennen, glaube ich langsam. Kevin hat 2 Fragen. Bin ich auf beide eingegangen? Muss ich mal schauen. Sag mal Stolle, wie findest du Tre'Davious White? In Klammern, ich finde, er kriegt zu wenig Aufmerksamkeit.
Und zwar, ja, zweitens, falls LeSean McCoy bei den Bills gecuttet wird, bei welchem Team würde er am besten hinpassen, was seine Spielweise angeht und auch wenn man danach geht, ob ein Team noch einen Running Back braucht. Zuerstens, Tre'Davious White, ich weiß nicht, ob er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde, der ist ein, schon jetzt nach nur 2 Jahren einer der besten Cornerbacks in der NFL. Als Rookie war er tatsächlich sogar noch geiler als im letzten Jahr. Ein bisschen, sag ich mal, hat ihm das zweite Jahr vielleicht ein bisschen zugesetzt und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Teams schon langsam ihm auch aus dem Weg gehen. Ne? Er hat alle 32 Spiele gemacht in den 2 Jahren, 6 Interceptions gefangen, gerade im ersten Jahr, wie gesagt, auch sehr viele Pässe abgewehrt, ich glaube 18. Auch da, habe diesen Artikel gerade gelesen auf NFL.com und er hat ein B-, glaube ich, bekommen. Das konnte ich nicht nachvollziehen, fand ich absolut schlechte Bewertung. Also mindestens B plus, wenn nicht sogar ein A muss für den Jungen rausspringen. Absoluter Top-Corner. Und ich glaube, er hat die Chance, dieses Jahr mit einer weiteren richtig guten Saison einer der Top 5 Cornerbacks in der NFL zu sein. Zweiter Teil der Frage, Sean McCoy. Ja, ich glaube auch eher, dass er gecuttet wird, wenn es denn passiert, als getradet, weil das sind 9 Millionen, die du mitschleppst. Wer gibt das schon aus? Das einzige Team, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass sie den wirklichen Drang verspüren, sie müssen da was unbedingt tun, ist die Chargers, wenn sich das wirklich mit McCoy, mit Melvin Gordon so weiterentwickelt. Allerdings ist es dann auch Quatsch, dieses Geld dazu bezahlen. Also dann kannst du auch den Gordon gleich bezahlen, was für sie am Ende des Tages besser wäre. Ansonsten habe ich tatsächlich 5 Teams, die ich mir aus verschiedenen Gründen vorstellen kann. Wir haben die Chiefs. Die machen zwar Running Back by Committee und ich glaube, dass es auch funktioniert, aber ich glaube, Sean McCoy würde da sehr gut reinpassen. Ne? Andy Reid, wisst ihr alle. Ich glaube, der würde da sehr gut reinpassen. Würde absolut Sinn machen. Houston haben sich zwar jetzt gerade schon Duke Johnson geholt, der natürlich eher Receiver als Runner ist, gefühlt. Und haben auch noch Lamar Miller, aber so richtig sexy fühlt sich's nicht an. McCoy ist vielleicht auch schon ein bisschen über dem Berg, aber auch noch nicht ganz weg. Also kann ich mir vorstellen. Green Bay habe ich noch auf meiner Liste. Ich mag beide Running Backs, die da sind und glaube, dass sie absolut bisher viel zu wenig und falsch eingesetzt wurden. Aber in der Offense und auch in der, sage ich jetzt mal, dieser modernen Version, wie wir hier alle spielen, dass wir, also ich finde das halt einfach geil, wenn Teams auf möglichst viele Schultern ihre Offense verteilen. Sich nicht auf 2, 3 Spieler festlegen, sondern wirklich ganz verschiedene Spielertypen, die in verschiedenen Situationen verschiedene Dinge tun. Finde ich klasse und ich glaube, dass McCoy da sehr gut reinpassen würde und eine Verstärkung definitiv noch wäre. Wenn sich bei den Buccaneers weder Barber noch Jones irgendwie hervortun, könnte ich mir auch vorstellen, dass Bruce Arians sagt, oh, komm, kann ich mir nicht vorstellen. Und tatsächlich als letztes Team die LA Rams. Natürlich Todd Gurley der Mann, das ist überhaupt nicht die Frage, aber wir wissen alle, Todd Gurley und so weiter und so fort und Verletzungen und Gesundheit und wieso nicht ein McCoy als kleines Polsterchen hinten dran? Gute Idee, meiner Meinung nach. Könnte ich mir gut vorstellen. Sonst überraschen. Aber ja, tatsächlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er gecuttet wird. Nur das nochmal hinterher, weil es sind verdammt viele Running Backs in Buffalo unterwegs und verdammt viele richtig talentierte. 2 Fragen sind noch. Der Christian, einfach nur Christian. Der fragt, sag mal Stolle, die Vikings haben Vettwig von den Ravens für einen Fifth-Round-Draft-Pick geholt. Der hat jetzt sowohl als Punter und Kicker gespielt. Meinst du, das Experiment, so einen zusätzlichen Rosterplatz zu sichern, ist erfolgsversprechend? In Klammern als Packers-Fan hoffentlich nicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er nicht beides spielen wird. So eine Experimente gab es, ist aber schon lange her, diese Kicker und Panther. Das ist aber zu, tatsächlich wird dir jeder Kicker erzählen, dass es für ihn schwierig ist zu panten und andersrum. Ja, im Notfall, wenn sich mal einer im Spiel verletzt, geht das. Meistens eher, dass ein Kicker dann pantet, als dass ein Panther kickt. Aber die Technik, alles Mögliche, das sind halt Specialists. Und deswegen, ganz ehrlich, wenn das wirklich gut funktionieren würde, würden es dann nicht ständig NFL-Teams machen. Tut es nicht. Deswegen glaube ich nicht, glaube ich auch nicht, dass Minnesota der Meinung ist, der Norweger muss hier beide Jobs tun.
Und die letzte Frage kommt von Thomas Koller. Der fragt Sommerstolle, was denkst du, welche AAF-Spieler werden den 53er NFL-Kader schaffen? Zur Erklärung, die AAF, ja, das brauchst du mir nicht erklären. Ich glaube, das habe ich schon mitbekommen. Schwierig. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit den aktuellen Depth Charts, die man findet, sowohl auf den Teamseiten als auch auf anderen einschlägigen Quellen, denn gerade auf den Teamseiten steht ja auch, das ist noch nicht offiziell. Deswegen vorsichtig sein, wer da wie wirklich steht und warum. Aber so wirklich viele gibt es nicht. Die meisten finden eher im hinteren Ranking ihres Teams statt und da werden sie, glaube ich, auch bleiben. Ich habe aber tatsächlich 6 gefunden, denen ich zutraue, dass sie den Sprung in den Kader schaffen. Brandon Green, Right Tackle in Carolina, der hat beim Birmingham Iron gespielt, der ist da momentan als Backup auf Right Tackle geführt, genauso JC Hassenauer, war Center in in Birmingham, ist jetzt Left Guard bei den Steelers und ist dort auch Second String. Dann 2 Jungs aus San Antonio, 2 Defensive Backs, die eine ganz ordentliche Rolle bisher spielen. Devante Bosby, Second String Cornerback bei den Broncos. Der hat durchaus eine Chance, genauso in Minnesota, Strong Safety Darren Smith als Backup. Und dann habe ich noch Daniel Brunskill, nochmal ein Offensive Lineman, Left Tackle bei den 49ers. Auch der hat eine gute Chance, da Second String zu spielen. Aber ihr merkt, keiner von denen ist Starter. Das sehe ich aktuell nicht, es sei denn, es verletzt sich jemand vor ihnen. Aber es gibt einen. Einen gibt's. Cole Mazer. Oder Mazer. Oder einfach nur Mazza. Aber der Cole ist es. Der ist nämlich Longsnacker. Longsnacker, genau. Ja, ein Longsnacker. Ein Longsnapper bei den LA Chargers. Und der hat seinen Job definitiv sowas von sicher. In diesem Sinne. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich auch nächste Woche wieder auf Kommentare, Fragen, Wetten. Scheint ja euch momentan mehr am Herzen zu liegen als Fragen. Gern beides. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Halt, wir sehen uns am Wochenende natürlich schon mit der letzten College Football Preview. Bis dahin.